Hallo Steinewelt, hier ist der Steinrabe mit meinem dritten Stadtrundgang. Heute gehen wir mal in die Gebäude rein, schauen uns, wie die innen drin so aussehen. Es sind eigentlich alle Gebäude ausgebaut oder ich habe vor, alle Gebäude innen drin auszubauen, einzurichten und so weiter. Und ich würde sagen, wir schauen uns einfach an, was jetzt alles schon existiert. Bleibt dran, seid gespannt. Wir fangen an mit dem ältesten Gebäude, was ich in der Stadt habe. Beziehungsweise das Gebäude, das ich als allererstes gebaut hatte und auch innen ausgebaut hatte. Damals hatte ich noch nicht so viel Figuren, deswegen sieht man hier auch nicht viel Figuren. Es ist allgemein ein Problem, dass es einfach von Lego selbst nicht so viel Figuren gibt. Deswegen, ja, alles eingerichtet, aber nichtsdestotrotz sehr detailliert überall. Schon an dem Gebäude kann man erkennen, was ich überall später auch umgesetzt habe. Zum Beispiel sind die Wände, die Böden komplett trennbar. Nicht nur die einzelnen Stockwerke sind modular, sondern ich kann mir die ganzen mit und ohne Wände anschauen. Auch das werdet ihr immer wieder sehen. Wir werden uns die ganzen Räume erstmal mit Wände anschauen, damit man sieht, wie das wirkt. Danach werde ich in die Details der Möbelstücke reingehen, sodass man die besser sieht. Ja, hier so das Haupthaus, vorne dran waren so diese kleinen Nebenhäuser. Hier ein kleiner Bonsai, ein kleines Schränkchen. Dann hinten dran seht ihr das Schlafzimmer mit einem opulenteren Bett. Die anderen beiden Bette waren ja nicht ganz so opulent. Hier so ein kleiner Schreibtisch in so einem kleinen Außengebäude. Und dann kommen wir nach unten in das Hauptgebäude oder in das Empfangsgebäude, sage ich jetzt mal. Nebendran so ein, zwei Wirtschaftsgebäude. Vorne habt ihr die Küche gesehen. Hier mal der Eingangsbereich. Auch da stehen noch ein paar Stühle draußen. Im hinteren Bereich habe ich einen kleinen Tempel eingebaut, beziehungsweise so einen Hausschrein. Auf der linken Seite sind ein paar Figuren von vielleicht irgendwelchen Ahnen oder so. Und rechts habe ich versucht, so einen Buddha mit mehreren Armen zu platzieren, der verschiedene Symbole trägt. Irgendwie ein Schwert für die Krieger, einen Kelch, damit das Haus immer was zu trinken hat. Hinten eine Pfanne, damit es immer was zu essen gibt, einen Hammer, damit auch immer Arbeit da ist. So irgendwie habe ich mir das gedacht. Und jetzt das Ganze quasi nochmal ohne Wände, wie vorhin gesagt, das werde ich eigentlich immer machen. Hier seht ihr die Küche, dann so ein kleiner Springbrunnen in der Mitte und hier so der Empfangssaal für die Gäste vom Hausherrn. Hier nochmal der Empfangsbereich oder der Wartebereich vorne dran mit den zwei Stühlen. Und hier nochmal das ganze hintere Gebäude in der Übersicht, bevor wir dann zur Schmiede rübergehen. Vorne mit dem grauen Dach, da ist die Schmiede drunter, unter dem schwarzen Dach, das sehen wir jetzt gleich, da ist eine Waffenkammer untergebracht. Und im hinteren Bereich der Waffenkammer ist so eine Art Kohlelager, wo irgendwelche armen Gesellen Kohle in die Schmiede reinschaufeln müssen. Hier seht ihr das nochmal im Detail. Und vorne dran eben, ja, die Waffenkammer. Mit verschiedenem Rüstzeug, mit irgendwelchen Puppen, auf denen das Ganze aufgebracht ist. Mit einem alten Lagermeister, der das Ganze verwaltet. Mit Schilden, mit, ja, allem Möglichen, was alles so in der Waffenkammer einfach rumsteht. Eines der höchsten Gebäude in der Stadt ist die Kaserne, beziehungsweise der Turm der Kaserne. Und da würde ich sagen, den schauen wir uns zuerst an, denn ich gehe wieder von oben nach unten durch das ganze Haus durch. Ganz oben auf dem Turm ist die Aussichtsplattform. Dort seht ihr drei Soldaten, die Wache halten und den Gang nach unten in eine Art Mannschaftsraum. Einer der Soldaten wetzt gerade sein Schwert. Dann seht ihr ein paar Briefe rumliegen. Einer geht vielleicht gerade ins Bett oder kommt von unten aus dem Lagerraum, beziehungsweise aus der Speisekammer des Ganzen. Dort seht ihr ein wiederkehrendes Motiv, das ihr überall in der Stadt sehen werdet. Die Stadt ist voll mit Mäusen. Ich finde die einfach, die bringen manchmal ein bisschen Leben rein. Hier sogar mit einer kleinen Katze, die die Mäuse jagt. Und dann im ersten Stock des Turms ein Wachraum bzw. so ein Gemeinschaftsraum, wo anscheinend auch schon gegessen wurde. Und diese runden Gefäße mit rotem Deckel, da ist meistens Alkohol drin. Nimmt man die Wände vom Turm weg, dann bleibt eigentlich nur noch dieser Wachraum und hinten dran das Bogenschießgelände, auf dem unsere Bogenschützen versuchen, ihren Skill zu verbessern. Die innersten Wände kann man zwar auch rausmachen, aber das werde ich jetzt mal nicht tun, sondern ich werde euch das Ganze nur in der Übersicht zeigen, einfach weil es tatsächlich ein bisschen umständlich ist, das rauszubauen, reinzubauen. Und ich denke, man kann auch so gut erkennen, was da unten alles drin ist. Auf der einen Seite direkt unter dem Turm nochmal ein paar Mannschaftsräume. Wie ihr seht, die Wände waren anscheinend noch nicht fertig. Ich finde es ganz witzig, ich entdecke lauter so kleine Baustellen, die ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, von denen ich wusste, ah, die werde ich auf jeden Fall fertig machen. Naja, bis heute ist es noch nicht passiert, aber zumindest kenne ich sie inzwischen wieder. Dann hier so ein kleiner Lagermeister und nebendran ein Gefängnis. Und was ich hier besonders cool fand, dass ich die Gefängnistüren bzw. diese vergitterten Türen komplett selbst gebaut bzw. geprickt habe. Dann kommen wir zum Büro des Kommandanten. Im hinteren Teil des Büros seht ihr eine Landkarte der ganzen Umgebung von der Stadt. In der Mitte die Stadt selbst. Dann hier wieder so ein Gedicht an der Wand und auf der anderen Seite einfach so ein bisschen Wappen, Verzierungen. Und draußen eine Gruppe Soldaten, die auf Patrouille gehen wird.
Und auf der gegenüberliegenden Seite des Kommandantenarbeitszimmers befindet sich noch ein Pferdestall mit ein, zwei Pferden. Gleich neben der Kaserne befindet sich die Sojapresse mit dem angegliederten Gasthof, mit ein paar Wirtschaftsräumen und mit den Wohnräumen der Besitzer. Ganz oben im Gebäude befindet sich das Schlafzimmer und das Arbeitszimmer der Besitzer mit einem Schreibtisch, mit einem kleinen Essenstisch, Beistelltisch, mit einem Schrank und auch wieder mit einem Bett, das vom Stil wieder an alle, die es vorher gab, ankommt, aber auch wieder mit einem kleinen Unterschied gebaut ist. Denn das Dach wird von keinen Tiles oder Plates gehalten, sondern nur von solchen Stangen, was dem Ganzen so ein bisschen einen grazileren Look gibt. Unter dem Wohnraum befindet sich die Sojaherstellung. Ihr seht hier so drei Bottiche, im ganz linken ist die Sojamilch, dann der Mitarbeiter, der hier so ein bisschen rumrührt und ganz rechts das Ganze, wie es ein bisschen weiterverarbeitet wurde. Auch wieder ein, zwei Ratten und draußen sitzt eben der Besitzer beim Frühstück und erhält irgendeine wichtige Nachricht. Unter der Terrasse sind die Sojapressen selbst mit allem möglichen an Eimern und was man sonst so braucht. Und rechts von den Sojapressen befindet sich der Verkaufsraum, wo man alle möglichen Arten von Soja kaufen kann. Angrenzend an die Sojapresse befindet sich der Gasthof, dessen oberstes Stockwerk noch nicht ausgebaut ist. Aber das werde ich mir merken, beziehungsweise ich werde es gar nicht zurückbauen, sondern ich werde es offen lassen und in meinem nächsten Update werde ich das Ganze dann einrichten. Der Stockwerk drunter jedoch ist schon wieder ein bisschen belebter, deutlich belebter. Hier seht ihr drei verschiedene Räume, relativ luxuriös ausgestattet. Ihr seht so einen kleinen Gemeinschaftsraum. Hier seht ihr eine Bedienung, die irgendwie Tee bringt. Und hier seht ihr auch wieder einen tierischen Gast. Das Stockwerk drunter ist mit ein paar mehr Räumen, mit ein paar billigeren Räumen ausgestattet. Auch wieder eine andere Art von Bett. Hier sogar zwei Räume mit einem Doppelbett. Und mittendrin als kleines Easter Egg Altair aus Assassin's Creed. Und ganz unten befindet sich der Gastraum des Gasthofs. Hier spielen zwei Mahjong, dort die Theke und gleich nebendran für die ganzen Reisenden der Pferdestall. Das letzte große zivile Gebäude ist hier diese Mietskaserne. In jedem Stockwerk gibt es da drei große Räume, die verschiedenstartig eingerichtet sind. Hier wieder so ein kleiner Bonsai-Baum, der gerade beschnitten wird, jemanden, der gerade was isst. Auch wieder verschiedenste Arten von Betten. Ich habe versucht, so ziemlich jedes Bett irgendwie individuell zu gestalten. Es wird sich außer in den Gasthäusern wirklich selten ein Bett finden, das gleich ist oder gleich aussieht wie die anderen. Habe auch versucht, die Schränke alle irgendwie individuell zu gestalten. Einfach, um überall Abwechslung reinzubekommen. Hier seht ihr auch, dass ziemlich viele Figuren verbaut sind. Es bringt doch deutlich mehr Leben rein, auch wenn man das nicht immer so sieht von außen. Aber wenn man es dann mal aufmacht, einfach schöner. Im unteren Stockwerk seht ihr wieder drei verschiedene Arten von Einrichtungen. Ganz vorne seht ihr den Offizier, der sich dort eingerichtet hat, auch mit einem Waffenständer, mit einem Schreibtisch. Dahinter vielleicht eine ärmlichere Wohnung, wo einfach der Boden noch nicht gemacht ist, quasi mit Sand ausgelegt. Und Richtung Straße so ein kleiner Laden, wo Stoffe verkauft werden, Stoffe zugeschnitten werden, auch ein bisschen was geschneidert wird, sieht man an dieser Hose. Als letztes Gebäude, das innen eingerichtet ist, will ich das Stadttor mit euch anschauen. Rechts und links vom Stadttor sind zwar auch zwei Türme, aber die sind relativ klein und da ist auch nicht wirklich innen drin was ausgebaut. Und daher würde ich sagen, schauen wir uns einfach nur das Stadttor an. Das ist ein bisschen kompliziert, werdet ihr gleich sehen. Auf jeden Fall im obersten Stockwerk ist alles eingerichtet für irgendwelche Bogenschützen, sodass bei einem Angriff die Bogenschützen alles, was vor dem Stadttor ist, unter Beschuss nehmen können. Hier seht ihr die Kette, die das Stadttor hält. Die kann man tatsächlich hoch und runter fahren. Leider macht es das beim Auseinanderbauen ein bisschen schwieriger. Und ich wollte es jetzt nicht komplett auseinanderbauen, deswegen hängt einfach das obere Stockwerk da noch mit dran. Unten drunter wieder Mannschaftsräume mit Doppelbetten und Köcher an den Wänden, einfach um genug Vorrat zu haben, falls man angegriffen. Das waren alle bisher existierenden Inneneinrichtungen meiner Stadt. Falls ihr die Stadt von außen sehen wollt und nicht nur die Innereien, unten habe ich euch verlinkt die ersten beiden Teile der Stadtführung. Und falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, kommentiert, sagt mir, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, haut raus, was YouTube euch zu bieten hat. Und in dem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt gesund, euer Steinrabe.